Hallo liebe Sportfanaten, willkommen zu einem brandneuen Vereinscheck. Und heute heißt es bei uns Bewegung pur, denn wir sind bei der vielseitigen Sportart, dem Turnen, und stellen euch den TSC Berlin 1893 vor. Egal ob groß oder klein, der TSC Berlin ist ein Sportverein für jedermann. Die Turnabteilung ist seit der Gründung des Vereins von Anfang an mit dabei und mit ca. 715 Mitgliedern zudem die größte Sparte. Dagmar Felten ist die zweite Vorsitzende der Turnabteilung. Von ihr erfahre ich etwas zur Philosophie im Verein. Bei uns steht im Vordergrund sicherlich der Spaß und die Freude an der Bewegung von klein bis ins hohe Alter, wo dann ja die Gesundheit oder der Gesundheitscharakter den größten Aspekt hat. Und egal auf welchem Niveau oder in welcher Disziplin man auch turnen möchte, an den Trainingsmöglichkeiten sollte es nicht scheitern. Denn beim TSC kann an allen gängigen Turngeräten trainiert werden. Eines der Ziele im Verein ist es, möglichst viele Kinder und Jugendliche an das Turnen heranzuführen. Und das klappt bis heute ausgezeichnet. Die größten Erfolge sind sicherlich neben Berliner Meister auch deutsche Meister im Einzel, im Mehrkampf und insbesondere ist einer Turnerin halt mal die Flato-Medaille verliehen worden. Und das ist immerhin eine der größten Auszeichnungen, die der Deutsche Turnerbund für besondere Leistungen zu vergeben hat. Welches Gerät darf es denn sein? Bei Disziplinen wie dem Pauschenpferd, Schwebebalken oder Stufenbarren wird einem die Wahl als Turner schon nicht leicht gemacht, denn das Gerätturnen gehört zu den vielseitigsten Sportarten überhaupt. Trainer Andreas Schewerda betreibt die Sportart seit seinem 5. Lebensjahr. Er erzählt mir, was für ihn den Reiz am Turnen ausmacht. Und zu beherrschen, einzelne Sprünge, den Rückwärtssprung, die Vorwärtssprünge, Salto, Rückwärtssalto, eigentlich alles macht mir Spaß. Das ist für mich wichtig und das will ich auch, dass mein Spaß, den ich hatte und immer noch habe, will ich auch den Kindern, die jetzt hier sind, also mitteilen und überbringen. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, die Kinder wollen das auch. Es gibt manchmal Schwierigkeiten, aber es funktioniert. Jede der einzelnen Disziplinen im Gerätturnen erfordert ein hohes Maß an koordinativen und konditionellen Fähigkeiten. Außerdem spielt auch der Mut eine große Rolle. Unsere Kinder kommen hierher, die haben noch nie ein Gerät gesehen, in der Schule mal ein Gerät gesehen und dann probieren sie sich also aus. Und dann stellen sie ganz schnell fest, Mensch, ich möchte auch mal ein Salto können, können wir mal Salto üben. Dann geht das mit dem Salto weiter, dann geht es weiter, der Erfolg in der Schule wieder, da kann er den Salto vormachen, er ist wer im Grunde genommen und das wird ihm vermittelt, dass er also immer wieder mehr kann. Mit höherem Selbstbewusstsein steigt automatisch auch der Mut, neue Herausforderungen anzunehmen und mag es am Anfang auch noch so waghalsig aussehen. Ja, alle Mädels werden wahrscheinlich jetzt lachen, denn ein Mann auf dem Balken, das ist eher ungewohnt, denn der Balken ist nämlich eine reine Frauendomäne. Aber egal, ich habe eine gute Trainerin an meiner Seite, Sabrina. Hallo. Sabrina, welche Übungen hast du dir denn überlegt für mich heute? Wir nehmen die Kniewaage. Okay, hört sich... Ja, ist auf jeden Fall sehr balancierhaltig. Okay, ich probiere das auf jeden Fall. Ich gehe mal rüber. Ja. Wie muss ich mich denn verhalten? Also erstmal hoch. In den Stütz springen, genau. In den Stütz springen. Mhm. Okay, das mache ich. Ja. Hoch. Dann hoch, genau. Okay. Ha. Ich verzichte noch auf Hilfe. Okay, stehen tue ich schon mal. Ja, schön die Arme zur Seite, genau, um die Balance zu halten. Jetzt geht's wie weiter? Runter in die Hocke. Runter in die Hocke. Jetzt die Hände aufsetzen, genau. Das Knie aufsetzen, super. Ja. Und jetzt das vordere Bein kommt nach hinten, gestreckt nach oben. Okay. Ja, super. Und jetzt wieder nach vorne das Bein und aufstehen. Okay. Und wieder nach oben? Ja, wieder nach oben. Oh Gott, darf ich dein zartes Händchen machen? Natürlich. Mal? Okay, mit Hilfe. Super. Wo sind die Wertungsrichter? 10. Ich spring mal hier runter. Okay. Na Gott sei Dank, gut gelandet. Sabrina, ja. Kommen wir zur Endabrechnung. Der Anfänger hat sich wacker geschlagen. Auf jeden Fall, ja. Punktzahl?
Ja, also wenn wir von 10 ausgehen, eine 6 vielleicht. 6, ja. Gut, damit kann ich leben, absolut. Okay, Sabrina, hab das überlebt, gut runtergesprungen. Ich komme, ich lass mich mal wieder sehen. Okay, super. Wenn ihr noch jemanden braucht, mit einem Wettkampfathlet. Alles klar. Okay, Sabrina, wir kommen jetzt zur Auswertung. Ja, auch wenn es für mich heute nur einen Meter in die Höhe ging, muss ich trotzdem sagen, bei dieser Übung, da habe ich mich schon gefühlt wie ein richtiger Hochseilathlet. Obwohl man sagen muss, ein bisschen ausfeilen kann ich meine Übung noch, beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall besser. Aber was ich festgestellt habe heute hier beim Turnen, man muss neben dieser ganzen Beweglichkeit und Spaß an der Bewegung natürlich eines mitbringen, nämlich Mut. Das muss man auf jeden Fall, habe ich ein bisschen bewiesen. Wenn ihr sagt, wir möchten uns neben dem Turnen auch noch andere Sportarten anschauen, mehr Sportvereine möchten wir sehen, dann ist das gar kein Problem. Abonniert einfach unseren YouTube-Kanal oder folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Das war's heute vom Vereinscheck. Bis zum nächsten Mal. Ciao.